Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Dienstag, dem 16. Januar 2024 um 9.34 Uhr. Ja, und ich würde sagen, wir liegen normal in der Zeit. Ankunft auf dem Hof 12.30 Uhr. Wir haben noch 2 Stunden 55 zu fahren. Und ja, endlich sind wir wieder auf unserer gewohnten Tour. Gaggenau bringen und holen. Gut, ich wurde eben auf eine Zigarette eingeladen von einem Zuschauer im Werk dort. Ein Schweißer, mit dem ich jetzt schon einige Male ja, mal so ein kleines Schwätzchen gehalten habe. Ist immer nett. Und ich sag mal so, für eine Zigarette oder so einen kleinen Kaffee, da habe ich auf Gaggenau eigentlich immer Zeit. Letzte Woche sah das anders aus. Wenn man präzise Ankunftszeiten einhalten muss, um seinen Entladetermin nicht zu verlieren und so weiter und so fort, da schaut schon anders aus. Und wenn man das alles streckentechnisch nicht ja, sicher überschauen kann, hier, wie gesagt, ihr seht, Fahrbahn sauber, absolut sauber. Ich hatte lediglich ein kleines Stück heute Nacht, wo ja, Niederschlag war, wo auch die linke Fahrbahn ein bisschen weiß wurde. Rechte war immer noch okay, war aber alles cool. Ja, nur die Ankündigungen für morgen sind nicht schön. Ne? Irgendwas mit 20, 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee. Und je nachdem in Südhessen Eisregen und so weiter. Naja, aber man soll sich ja nicht schon im Vorfeld verrückt machen. Wir werden heute Nacht wie gewohnt starten. War auch wirklich super, jetzt vom Montag auf Dienstag mit dem Schlafen, weil ich sag mal 19 Uhr eben nicht eine Stunde später ins Bett und ja, deutlich länger schlafen. Nicht nur bis 0.20 Uhr, sondern bis 1.50 Uhr. Deswegen fühle ich mich eigentlich auch gut. Ja, und ich verfolge hier meinen Plan, sag ich mal. Ich nehme euch mit bis ja, bis so 20 nach 11 oder was, so ungefähr 45 Minuten in dem Dreh. Also ich hatte ausgerechnet, dass es 44 Minuten sind, also max so in der Regel. Wenn ich das fünfmal hintereinander mache, dann haben wir eigentlich die Strecke abgedeckt. Aber ich habe ja gesagt, am Freitag machen wir ein gewohnt langes Video, so von einer Stunde 20. Egal wie am Donnerstag das dann auskommt. Jetzt habe ich ja auch ein klein wenig vor Bruchsal gestartet. Und ja, wir bewegen uns aufs Walldorfer Kreuz zu. Und irgendwie meinte Els, ich sollte doch ja, über die 6 fahren, also die 661. Keine Ahnung, aber ich kann auch noch mal. Nee, nee, komm. Nochmal neu rechnen lassen. Hier, so lässt sich ja das Navi bedienen. Ist schon klar, man soll da nicht, wer weiß, wie rumfummeln während der Fahrt. Versteht sich von selber. Na, seht ihr, das ist nämlich jetzt schon, habe ich mir nämlich schon gedacht. Jetzt sagt sie nämlich auf einmal, fahr über die 5. Na, einmal neu eingecheckt, ob sie diese erste Absicht über die 6 geändert hätte, wenn wir darauf zufahren, weiß ich nicht, kann sein, kann nicht sein. Aber ich habe ja letzte Woche das einmal erlebt, ich weiß gar nicht, wo da der Zusammenhang war, da wollte ich schauen und ja, ich hatte zwar Ton auf dem Navi, aber kein Bild und immer wenn ich drauf gedrückt habe, hat er gesagt, ja, hier von wegen, das Navi soll nicht während der Fahrt bedient werden. Ich denke, was ist das denn jetzt für eine, auf gut Deutsch gesagt, scheiß Bevormundung? Na,
ich meine, ich gebe während der Fahrt hier keine Buchstaben ein. Das wäre ja so wie die Tipperei auf dem Handy. Das geht gar nicht. Was ich aber machen kann, ist letzte Ziele, also sprich da in die Tabelle reingehen und eins und das letzte Ziel raussuchen und so und kurz hier also auf Fahren klicken und so weiter. Das ist machbar. Das ist ja fest installiert, das Teil da. Ja, gestern war ein längerer Tag in der Kombi da mit Word. Aber wie ich in die Kommentare drüber gelesen habe, ich eigentlich schon über alle. Und wie ich da nachlesen konnte, hat entweder der eine oder andere auch schon seine Erfahrung mit Word gemacht oder halt von Word gehört, dass es da nicht so fluppt. Das ist, ob das jetzt, und dann schrieb derjenige, also das Ganze widerfährt einem Bekannten. Der hat also früher auch im Word lange gestanden und jetzt fährt er irgendwie eine Tour für BMW und da scheint es besser durchorganisiert zu sein. Kann ich nicht sagen, ich bin noch nichts für BMW gefahren, aber unsere Firma hat ja eine Kooperation mit BMW in Eisenach. Da hat die Firma Marshall ja extra sogar zwei riesige Hallen hingesetzt. Hier. Na, entweder hat er Mini gesehen oder er wollte Mini sehen oder na, es ist so, es gibt, wir haben, ach nee, das war, jetzt stimmt ja, der eine hat ja gar kein Scania mehr, der hätte mich auch gegrüßt und der hier, das ist ja, ich glaube, unser letzter Scania, der noch läuft, aber das ist keiner meiner Freunde, sag ich mal. Aber egal, aber der war von uns. Ist aber wie gesagt der letzte Scania. Wir hatten ja drei Stück, drei blaue Scania, zwei sind weg. Und die Zufriedenheit damit hielt sich in Grenzen. Ja, zu Hause ist es wohl ein bisschen feuchter, aber noch alles im grünen Bereich. Wir haben schon überlegt, wann was losgeht. Ne? Wenn es natürlich heute Nacht dann losgeht, man wird sehen. Ich kann mich erinnern, das ist schon vor 2 Jahren gewesen, da gibt es auch Videos. Ja, ich sag mal, für die Neuabonnenten, da gibt es ein Video, erstmal vom Hof kommen. Oder davor war eins, da bin ich mit dem erstmal zur Arbeit kommen, also mit dem, da bin ich mit dem PKW zur Firma und das war schon eine Katastrophe. Und dann mit dem LKW vom Hof war auch ein Wahnsinnsakt. Als ich dann endlich auf der Bahn war, konnte ich meine Tour eigentlich gut abfahren. Aber Kollegen von mir haben, ja, ich kann mich erinnern, ein Kollege, der hat komplett in der Vollsperrung gestanden, also der musste im LKW zwangsweise übernachten und andere sind gar nicht rausgefahren, weil es echt sinnlos war. Ja, ich bin jetzt mal kurz ein bisschen mit dem Speed runter. Wir haben ja hier einige bekannte Punkte, wo die gerne mal stehen mit dem Gerätchen oder Anhänger oder dergleichen, aber jetzt ist alles gut. Können wir wieder ein bisschen flotter fahren. Ja, ich habe heute Morgen wieder eine Punktlandung hingelegt. Punkt 7 Uhr war ich da. Allerdings ja, hat es ein bisschen gedauert. Aber da hatte ich dann meine 15 Minuten Pause drin an der Anmeldung. Also kein Problem. Ja, und die Handgriffe und Arbeitsabläufe, die sitzen noch.
Ja, und wie man sehen kann, hier ist insgesamt bis jetzt nicht viel runtergekommen. Alles ziemlich grün oder braun, aber nicht weiß. Concorde, eine Wohnung auf Rädern. Concorde ist ja schon, na, ganz ordentlich. Ja, gestern Nachmittag war zwar useliges Wetter, wäre ja schön, wenn sich die Sonne mal gezeigt hätte, hat es aber nicht. Aber immerhin, wir haben wieder unsere 5,5 Kilometer mit den Hunden abgerissen, einmal frei. Ja, war die richtige Entscheidung. Na, man kann sich auch mal zurückfallen lassen. Ah, ich denke mal, auch da jetzt muss ich auch erstmal wieder in diesen Gangenau-Rhythmus so komplett reinkommen. Aber es wird schon heute und morgen, na, ich denke mal, am Donnerstag sind wir so richtig wieder drin. Aber ich bin schon froh, weil da weiß ich, ich hätte fast gesagt, da weiß ich, was ich habe oder wie es läuft. Ja, geht es jetzt noch über die 5, aber über Hartwald hinaus. Wäre natürlich blöd, wenn wir morgen unbedingt über die 6 fahren müssen aufgrund irgendwie der Verkehrslage. Und ja doch, obwohl doch, ich habe ja einen zeitlichen Punkt. 1:30 Stunden, dann muss der Anschluss kommen, egal auf welcher Strecke wir sind. Genau so ist es. Ja, mir ging auch noch mal so durch den Kopf, jetzt auf Wert bezogen. Man muss sich vorstellen, da werden LKWs hergestellt und viele, die da rangefahren kommen, fahren auch diese entsprechende Marke. Es ist teilweise eine Bedingung, um da reinzukommen oder an Touren zu kommen. Wie gesagt, die meisten fahren eben diese Marke. Aber was da angeboten wird, die haben zwar 2 Parkplätze dort, einen kleineren, einen größeren, aber es ist einfach eine Katastrophe. Zu wenig Parkraum,
sodass die alle da sich, oder nicht alle, dass einige ganz blöde stehen. Und ja, und es ist einfach irgendwie, finde ich, nicht gut. Gerade so eine Firma, die ja eigentlich von Speditionen und Lkw-Fahrern lebt oder vom Lkw-Geschäft, oder die sollte doch, ja, weiß ich nicht, auf sowas mehr achten. Nein. Ja, da habe ich auch mit dem Zuschauer ein bisschen so über die Lage, also unsere allgemeine Lage in Deutschland und politische Lage gesprochen. Eigentlich kannst du sprechen, mit wem du willst. Ich weiß gar nicht, also ich höre immer wieder nur das Gleiche. Nein, die Leute sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie regiert wird, und ich sag mal so, alle sind auch der gleichen Meinung, dass es einfach so nicht weiterlaufen kann. Ja. Aber schauen wir mal, was sie jetzt noch in der Zeit machen werden. Ich meine, die Proteste haben insofern genutzt, die sind da wieder im Gespräch, und wahrscheinlich wird das, was sie eigentlich schon beschlossen hatten, wieder stückweise zurückgenommen. Man wird sehen. Aber dann nehmen sie es im Moment zurück, und spätestens nach 25, sollten sie nochmal wieder gefehlt werden, kommt es wieder aufs Tableau. Irgendeiner, es wird ja zwei neue Parteien zukünftig geben. Einmal irgendwie von so einem Typen Maaßen und dann BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht. Und da hatte ich irgendwo einen Kommentar gelesen, der sagte, ja, wir brauchen da keine neuen Parteien, es sind schon genug Parteien da und so. Ja, ich muss allerdings sagen, klar, es gibt einige kleine Parteien, die aber im Grunde überhaupt keine, ja, die sind so klein, die haben nichts zu melden. Die schaffen nicht mal die 5%-Hürde. Die könnten auch wegfallen.
vorne war ja gerade so ein Transporter. Ich weiß nicht, ich glaube rumänisches Kennzeichen oder stand so auf der Seite so Reinigungsservice. Da musste ich so daran denken, da gibt es also so eine Betrugsmasche, dass sie da zu dir kommen und dir einen erzählen von deiner Dachrinne oder von deiner Einfahrt und dass sie die reinigen und dann kostet das hinterher ein Vermögen. Echt so, da werden dann so vierstellige Zahlen aufgerufen, wo ich dir in Kalo. Ah, siehst du, jetzt muss ich dran denken. Die haben nämlich jetzt eine weiße Kappe. Früher hatten die Starken, also mit drei Bohnen drauf oder drei Tassen drauf, hatten eine dunkelbraune Kappe. Und dann gab es eine beige Kappe. Also ich sag mal so. Und dann glaube ich noch eine dritte Farbe. Da waren es aber noch keine Pfandflaschen. Und das ist jetzt hier. Steht das jetzt? Leute, was hat das jetzt hier hingemacht? Auf jeden Fall ist das jetzt eine Pfandflasche. Und gibt Kohle wieder zurück. Und darf deswegen nicht, wie sonst, knicke ich die ja immer zusammen und so. Nein, dürfen wir auf keinen Fall machen. Früher habe ich auch immer die Red Bull-Hosen zusammen gequetscht, aber da hat meine Frau geschimpft. Dann kriegst du die nicht mehr durch einen Scanner da durchgezogen, irgendwie am Leergutautomaten. Da habe ich auch letztens was Interessantes gesehen. Da gibt es ja inzwischen Leergutautomaten. Da kannst du mit so einem ganzen Sack Flaschen kommen, schüttest den da rein und die Anlage sortiert selber die Flaschen, zieht die durch. Berechnet den Wert, den Pfandwert. Und gut, die 2, 3, wo er es nicht erkennt, die schmeißt er dir raus und die muss er nochmal neu ansetzen und dann flutscht das eigentlich auch. Was Sortiermaschine betrifft, da fällt mir gerade ein, wir trennen ja hier. Wir haben ja Müllbehälter für Papier und Pappe. Wir haben einen für den gelben Sack jetzt, also mittlerweile auch eine Tonne. Und wir haben die Restmülltonne. Und dann gibt es bei uns auch noch, die haben wir aber nicht mit braunem Deckel, die Biotonne. In Holland. Da habe ich mal so eine kleine Doku oder einen kleinen Bericht gesehen. In Holland kommt alles in eine Tonne. Und der Inhalt der Tonne, der wird in einer Halle, wo eine Riesenmaschine steht, dort dann sortiert von einer Maschine. Und da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich meine, so eine Maschine kostet natürlich Geld, aber die macht das wohl ziemlich gut. Und man spart ja die Tonnen. Also, na, es werden dadurch 2 bis 3 Tonnen pro Haushalt eingespart. Was ja auch schon einiges an Geld bedeutet. Deswegen ist es so eine Sache. Und halt, die haben keinen Ärger mit irgendwie falsch, also das, was in einer falschen Tonne ist. Na. Und seien wir mal ganz ehrlich, also so, wie soll ich jetzt sagen, wenn die Plastikschachtel einen Papierdeckel hat, gut, wenn ich das checke, dann kann sein, dass man das mal trennt, aber in der Regel macht man ja keinen Firlefanz. Sondern wenn das primär Plastik ist, geht das ab in den gelben Sack. Wenn da Papier dran ist, naja, dann ist das eben so.
Ach, da sprachen. Genau, genau. Wir haben gestern, meine Frau und ich haben gestern ein Video gesehen von so einem Typ, nennt sich der Holzbob. Holzbob oder Holzbock? Nee, Holzbob. Auf jeden Fall. Das ist einer, der beschäftigt sich also mit dem Thema Holz, Ofen und allem Möglichen und richtig gut. Also er macht gute Videos und testet auch Sachen aus und so weiter. Auf jeden Fall sprach er gestern, also wir haben uns so ein Video rausgepickt, wo er über Kohl, also Briketts sprach. Wann er die einsetzt und wie er die einsetzt. Ich meine, wir haben auch so ein kleines Bäckchen so im Heizungskeller stehen. Und zwar, wenn wir freitags abends schon mal essen gehen, dann also ein gutes Stück Holz hält auf sich eine Stunde durch. Es wäre auch vielleicht nach 2 Stunden noch Glut da, aber bei dem Brikett, naja, wir schmeißen dann immer 2, 3 rein. Da kannst du sicher sein, da kannst du 3 Stunden wegbleiben. Wenn du wiederkommst, hast du auf jeden Fall noch Glut. Kannst also das Feuer schnell wieder in Gang bringen. Nein, und dann erzählte er so über die Vor- und Nachteile eben vom Briketts halt. Es ist ja kein nachwachsendes Zeug, ne? Kohle. Und bei der Verbrennung sind auch mehr Schadstoffe drin, als wenn man Holz verbrennt. Und ich meine, im Osten war es so, da wurde ja sehr, sehr viel Braunkohle verbrannt. Und er kommt auch irgendwie aus Thüringen oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sagte er, na, früher, da wäre es ja so gewesen, er hätte richtig so je nach Witterungslage eine Dunstwolke über den Städten gestanden und man hätte die Kohleverbrennung nicht nur riechen können, sondern auch schmecken. Und er sagt dann so, ja, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wer das auch noch so kennt und so. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Also meine Großeltern haben am Anfang, als ich noch klein war, alle, also das heißt, ich habe ja 3 Paar Großeltern gehabt, ne? Also 3 Opas, 3 Omas durch die Wiederheirat von meinem Vater und es ist also so gewesen, die haben alle mit Kohl geheizt, allerdings mit Steinkohle, weil im Ruhrpott, da gab es die Steinkohle. Das heißt, die Eierkohlen pechschwarz und auch die Brikett nicht so bräunlich, sondern pechschwarz. Also eine sehr hochwertige Kohle. Aber ich kann mich noch erinnern, wie der Opa in Bochum immer die Kohle aus dem Keller mit der Schütte nach oben getragen hat. Und das aber, das muss ich selber überlegen, 3., wenn nicht sogar 4. Stock. Die hatten oben schon ein bisschen Schräge in der Bude. Genau, und Gauben. Immer da, wo die Fenster waren. Und die haben auch über die ganzen Jahre diese gleiche Wohnung gehabt. Die anderen, die sind dann umgezogen. Diese Großeltern in Bochum haben sich dann auf eigene Kosten irgendwann mal so eine Gastherme ins Bad reinsetzen lassen. Also die Leitung hat, glaube ich, die Hausverwaltung gelegt, die Gasstandleitung, aber dann diese Therme
Und die Heizkörper und alles, das haben sich dann meine Großeltern auf ihre Kosten machen lassen. Und die anderen, die sind umgezogen in eine Wohnung, die eben entsprechend mit Heizung ausgestattet war. Und ja, dann meinte dieser Typ in dem Video, ja, ob man sich noch erinnern kann, wie immer die Kohlen hochgetragen wurden und die Asche runter. Und da habe ich so zu meiner Frau gesagt, jo, stimmt. Früher hieß das ja auch nicht Mülleimer. Früher hieß das Aschentonne. Weil da wurde eben auch primär oder viel, ja, die Asche, die Rückstände von der Kohlenverbrennung reingetan. Und die waren ja auch noch aus Metall. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie die Müllmänner immer die Tonnen so gedreht haben. Ne? Da waren die richtig geschickt und die waren schwer, die Tonnen. Die waren leer schon schwer. Und die haben die auf die Mechanik gewuppt und dann den Hebel gezogen und reingeworfen und so. Und ja, und dann habe ich so zu meiner Frau gemeint, Mensch, Aschentonne, Asche. Ich sage, aber die können ja dann nicht unbedingt den, klar, Müll auch rein vielleicht, aber irgendwie gab es früher einfach gar nicht viel, gar nicht so viel Müll an. Sie meinte auch, beim Metzger, da hast du deine Wurst so in so ein bisschen Papier eingeschlagen bekommen. Und so, und vieles wurde eben auch im Ofen verbrannt, was natürlich nicht so, naja, die feine englische Art ist, aber ich denke mir schon, die Leute haben einen Teil des brennbaren Materials, Papier, Pappe und also Gedöns, wurde halt in den Ofen geschmissen und mitverfeuert. Und da fiel überhaupt nicht so viel Müll an. Wie gesagt, die Mülltonnen hießen Aschentonnen. Die Aschentonne. Hol mal die Aschentonne rein. Die nächste Stufe war, dass dieses Teil aus Plastik war. Ja, ich kann mich, genau, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Diese Aschentonnen, die waren ja aus Metall und rund. Und dann kam das gleiche Modell im Grunde in Kunststoff, weil eben keine heiße Asche mehr da eingefüllt werden musste. Und dann irgendwann, ja, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, kamen mal die eckigen Behälter. Weil sie vermutlich praktischer sind oder besser zur Technik passen, keine Ahnung. Ja, der Typ da, der macht interessante Experimente. Da gibt ja so, ja, so Propeller für den Ofen, um mehr Luftzirkulation zu erzeugen. Und die laufen ja stromlos, also über die Wärme werden die betrieben. Und wir haben auch schon mal so ein Ding geholt, aber wir waren da nicht so glücklich mit. Aber er hat da einen im Betrieb und auch empfohlen, der wohl vernünftig funktioniert. Und zwar, ja, er hat mehrere Modelle, aber was wir interessant fanden, war ein Modell, was man am Rohr befestigt. Der Vorteil ist einfach der, dass unsere Ofenfläche frei bleibt. Denn einmal stellen wir da schon mal ein Becken drauf, um die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu regulieren. Denn wenn man jetzt, also wenn draußen eine niedrige Luftfeuchtigkeit ist und man muss ordentlich heizen, dann wird es schon ziemlich trocken in der Bude. Aber wir haben uns da einfach mal vor vielen Jahren, als ich noch im Maschinenbau war, da haben wir ja mit so einer kleinen Bude zusammengearbeitet. Der hat viel gemacht, so in Edelstahl und so weiter. Und da habe ich dem damals die Maße gegeben. Und dann hat er mir da ein Becken zusammengeschweißt. Gut, wenn ich so
überlege, wäre es vielleicht noch gut gewesen, an dieses Becken zwei Griffe dran zu machen. Aber es geht auch so. Nein, es geht einfach darum, ein Becken, damit man eine größere Fläche hat. Und da packen wir dann aber immer Regenwasser rein. Regenwasser aus dem besonderen Grund, dann hat man keine Kalkrückstände im Gefäß. Das Leitungswasser, das ist da nicht so gut geeignet. Und wie gesagt, und da wir das eben immer mal wieder auf der Herdfläche stehen haben, wäre also ein Propeller, der am Rohr ist, wesentlich günstiger. Ja, und wir kochen ja immer wieder auf der Fläche, also meine Frau. Ja, das war auch gut. Da sind wir letztens mit den Hunden gelaufen so, und da meinte sie denn, ob ich denn froh und glücklich darüber wäre, so eine gute Köchin an meiner Seite zu haben. Ne? Ja, natürlich bin ich froh und glücklich, eine gute Köchin an meiner Seite zu haben, weil ein bisschen würde ich auch zustande kriegen, so kochtechnisch. Was heißt ich habe auch schon Bratkartoffel gemacht, Spiegelei, Nudeln kann jeder. Ich habe schon Koteletts paniert und gebraten. Ich glaube, ich habe Frikadellen habe ich auch schon mal hergestellt. Ja, aber kein Vergleich. Meine Frau ist richtig fit mit der Kocherei und die kann viele verschiedene Sachen oder also man kann es nicht vergleichen. Das ist schon. Da habe ich gesagt, natürlich. Aber ich musste ja kontern, ist ja klar. Ne? Wenn du so ein Ding serviert kriegst, und da habe ich gesagt, ob sie denn auch froh und glücklich darüber ist, so einen Handwerker an ihrer Seite zu haben. Ne? Weil ich sag mal so, wenn irgendwas defekt ist, ne, egal ob Waschmaschine, Saugroboter, Wasserhahn, Kupplung am Auto, Bremsen am Auto, Stelle, völlig egal, ob mit Holz, Metall oder was weiß ich, da bin ich ja schon am Start. Und da ist sie auch froh und glücklich, so wie ich froh und glücklich darüber bin, eine Köchin an meiner Seite zu haben. Denn ja, wenn man gar nicht kochen kann, entweder isst man nur Mist, ne, so fertigen Mist. Aber da sage ich euch ganz ehrlich, da komme ich überhaupt nicht mehr drauf klar. So Fertiggerichte, ne? Die schmecken. Wah. Und ja, und wenn man alles weggeben müsste, also irgendwelchen Leuten, das wird ganz schön teuer. Ne? Oder immer essen gehen, wenn man mal ein leckeres Essen haben möchte. Wenn wir essen gehen, ist es auch überhaupt nicht wegen dem Essen. Also was das Essen betrifft, bekomme ich ja eigentlich Besseres zu Hause. Und wenn man essen geht, kann es auch immer mal wieder passieren, dass es enttäuschend ist. Nein, aber es geht doch um die Geselligkeit halt. Ne? Wir sind ja da zu sechst und ja, wir wollen uns nicht gegenseitig in der Bude besuchen, sondern es soll, weil dann ja immer mindestens die Frau des Hauses, da wo man hingeht, in Action ist. Und wenn man eben rausgeht in ein Lokal, dann hat keiner von den sechs in Action, kann sich schön hinsetzen, bedienen lassen. Ja, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Morgen kommt der Akku, ob ich dieses Handy noch wieder ans Laufen bekomme. Ich sag mal so, was soll schon, da ist ja nicht wirklich Wasser eingedrungen. Das war ein bisschen feucht von Ihnen. Was soll da schon großartig passieren? Ja, Kurzschluss,
Und der Kurzschluss führt natürlich zu einer Entladung bzw. eventuell auch zu einer tiefen Entladung des Akkus, wenn da ständig quasi der Stromkreis geschlossen ist. Aber mehr wüsste ich jetzt nicht, was da das Handy an Schaden genommen haben soll. Und deswegen bin ich da eigentlich zuversichtlich. Ja, ich muss sagen, gestern ging das flotter her. Da hatte ich keinen Fall mehr. Lief es ein bisschen zügig, aber okay, was soll's. Bei 0 Grad sieht eigentlich ganz so aus, als wenn, ja, als wenn der Himmel auch mal aufreißen könnte. Ja, man wird sehen. Ich werde, glaube ich, da morgen 2 Kameras dabei haben, auf Nummer sicher. Ich meine, ich bin jetzt nicht heiß auf spektakuläre Aufnahmen. Aber sollten Sie sich wider Willen und wider Erwartung ergeben, dann schaue ich mal, was ich davon mitnehmen kann. Ne? Ah, endlich der Borki. Oh ja, es läuft mit 85, das ist gut. Ah, 30, 5 Minuten werden wir noch fahren. Oder fahrt ihr noch mit? Und morgen werden wir dann zeittechnisch oder lenkzeittechnisch genau an den Punkt wieder einsetzen. Das heißt, einen Hauch vorher, da passt das schon. Oh, da kommt aber einer flott von hinten.
er hat so ein abfallendes Dach. Das ist jetzt auch der neueste Hit beim Planen auf Fliegern, dass das Dach so hinten runtergezogen ist. Soll wohl etwas bringen für den Spritverbrauch wegen der Aerodynamik. Na, was haben wir denn hier? Eine Minute, wo ist das denn? Eine Minute, keine Ahnung, irgendwo in 90 Kilometer und da mittendrin. Naja, eine Minute ist keine Minute. Ah, und da kommt einer. Ich weiß gar nicht, Überholverbot ist doch noch gar nicht zu Ende, oder? Ich meine nicht. Aber vielleicht habe ich auch geschlafen. Kommt schon mal vor. Obwohl irgendwas war mit den, hat es ein bisschen abgespart, bei den Gewächshäusern. Entweder kommt dann überholen oder wir sind sogar schon vorbei. Ich weiß es jetzt auch nicht. Aber mal schauen, wir werden es bei der nächsten Abfahrt sehen. Ich glaube, Parkplatz Nachtweide. Nein, das ist Erlensee. Oh, komm, zusammen. So nach dem Motto, zusammen sind wir stark. Hinter mir der Volvo rausgezogen. Mal hier diesen alten Bulk-Container. Da ist auch wieder einer mit vorgezogenem Vorhang. Ja, ja, verschlafen. Wir sind an der Stelle, wo das Überholverbot aufgehoben ist, schon vorbei. Aber durchs Gequatsche ein bisschen verpennt. Ja, jetzt sind wir aber auch über das, ja, präzise über das Ziel hinaus. Wir werden auch gleich hier dann, ne, Darmstädter Kreuz runter, eben Darmstadt-Frankfurt. Und ja, in der Ecke werden wir morgen auch wieder einsetzen. Bis dahin bleibt mir alle gesund. Und macht schön gut.